Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Aquatische Schnitzeljagd und für diesen müssen wir einige Untererfolge abschließen. Und zwar müssen wir zum einen unseren Anhängern insgesamt 6000 Erfahrungen in Nasjapta beibringen. Und dann brauchen wir auch noch die drei Unterachievements der jeweiligen Anhänger, sowohl bei der Horde als auch der Allianz. Übrigens, das Achievement, wenn ihr auf beiden Fraktionen das machen wollt, müsst ihr das zweimal machen, ja? Also die Anhänger heißen anders und deswegen sind es auch nicht die gleichen Achievements. Zurück zum Text. Ihr müsst quasi alle Anhänger auf 30 haben und das mit einem Char. Also ihr könnt hier nicht hergehen, Char 1 macht den ersten, Char 2 macht den zweiten und Char 3 macht den dritten, weil das alles nur Achievements sind, die Char gebunden sind und mit jedem Char müsstet ihr dann alle machen, die aufzusplitten, geht schon mal nicht an der Stelle. Heißt, wir brauchen insgesamt 90 Level, die wir hochleveln müssen. Und wie ihr das am effizientesten macht, will ich euch jetzt mal zeigen. Wie funktioniert das System allgemein? Ihr fangt hier in Nasjatta an und könnt hier jeden Tag quasi einen Anhänger auswählen zwischen den drei. Ich habe jetzt schon mittlerweile alle auf 30. Wählt einen aus und sobald ihr den ausgewählt habt, kriegt ihr meistens im Lager eine Quest. Und dann nochmal zwei Quests, die ihr außerhalb vom Lager annehmen könnt. Manchmal sind auch alle Quests außerhalb vom Lager. Und ihr seht schon, für diese Quest würde ich 100 Anhängererfahrung kriegen. Für den Schafsherer Ori jetzt in dem Fall bringt mir jetzt nichts mehr, weil meiner schon auf Max ist. Das sind 100 Erfahrungen. Und dann kriege ich quasi nochmal zwei extra Quests. Jetzt hat es gerade gebuggt. Hier seht ihr es, 1, 2. Die ich auch noch annehmen kann, bringen mir auch nochmal 100 Erfahrungen. Heißt, ich würde insgesamt täglich hier 300 Erfahrungen bekommen und dementsprechend, weil jedes Level 300 Erfahrungen sind, ein Level aufsteigen. Bedeutet für uns Milchmädchen rechnungsmäßig 100 Erfahrungen mal 3, ein Level, 300 quasi. Ich brauche 90 Level. Insgesamt wären 3 Monate, wo ich daran rumbastel. Man kann das Ganze aber durch verschiedene Quellen ein bisschen verkürzen und darauf wollen wir jetzt eingehen. Quasi merken wir uns, jeden Tag einmal einloggen, zumindest diese drei Dailies machen mit dem Char, wo ihr das Achievement basteln wollt. Als nächstes könnt ihr nochmal ein bisschen extra Ruf für diese Fraktionen sammeln, wobei gesagt sei, so Geschichten wie der Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff, wo ihr mehr Ruf bekommt, die wirken hier nicht. Also irgendwelche Rufsteigerungen, auch die von den Menschen, wirken hier nicht. Ihr könnt lediglich also den Ruf machen, der euch auch wirklich angezeigt wird. Erhöhungen gibt es keine, aber es gibt sehr viele verschiedene Ruftoken und über die wollen wir jetzt mal reden. Die erste Art Ruftoken, die wir bekommen, ist hier das uralte Riffwanderer-Borke. Und die bekommen wir von insgesamt 4 Rare-Mobs, und zwar Udu, der ist hier unten. Dann haben wir einmal Orundu, der ist hier oben. Dann haben wir einmal Ammonia. Und den letzten, was wir haben, ist Tangwurz. Das sind 4 Baumbosse, über die habe ich auch mal schon ein Video gemacht. Und bei denen ist es so, dass ihr die erst beschwören müsst. Hier steht zum Beispiel der erste Baum, da müsst ihr so einen anderen kleinen Baum von hier hinten hinziehen und ihn vor ihm töten. Dann wird er erst angreifbar. Vorher könnt ihr ihn auch nicht anvisieren. Dann hier Orundu braucht ihr einen Pet, das ihr rausholen müsst. Das ist so ein Geisterhippogreif. Dann Ammonia braucht ihr einen Rochen, den müsst ihr von hier oben irgendwo aus der Luft rausschießen, so ein riesengroßer Rochen und zieht ihr einmal hier runter, killt den quasi vor ihm und dann könnt ihr ihn angreifen. Und den letzten hier bei Tangwurz, da braucht ihr so ein Schlammschneckelviech, das ihr mit so einem Kristall, mit so einem, achso, jetzt seht ihr das nicht, jetzt ziehe ich das mal rüber, da seht ihr, Kristallprisma anlocken müsst und dementsprechend rausziehen. Wie gesagt, jetzt so eine grobe Erklärung dazu, ich habe da ein eigenes Video gemacht, werde ich euch verlinken. Und wenn ihr die umhaut, könnt ihr die looten und anscheinend soll es täglich sein. Andere behaupten, es ist wöchentlich. Ich habe bis jetzt immer nur in der Woche ein einziges von den Dingen bekommen. Ich habe aber von Leuten gehört, die felsenfest behaupten, dass sie mehrere die Woche bekommen haben. Ich würde euch raten, haut die einmal die Woche um. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, haut sie mehrmals die Woche um. Ich habe das getan, habe bis jetzt keine 2 bekommen. Ich kann euch die Weekly-Sache bestätigen, die Daily-Sache, keine Ahnung. Konnte ich bis jetzt noch nicht bestätigen, vielleicht habe ich auch einfach kein Drop-Glück. Diese Tokens bringen euch relativ viel Ruf. Und zwar bringen die euch für jeden Anhänger 100 Ruf und dann nochmal, ich glaube, 350 für die Ankoaner bzw. die Entfesselten, wenn ihr quasi auf der Horde spielt. Heißt, wenn ihr einen so einen Drop bekommt,
habt ihr schon mal einen ganzen Tag gut gemacht, weil ihr ja auf jedem 100 und insgesamt 300 Ruf bekommt. Heißt, die sind relativ lohnenswert. Was ich schon gesehen habe, dass bei dem ersten eins gedroppt ist, man gibt's ab und beim anderen ist auch nochmal eins gedroppt. Also das ein und derselbe Spieler, ich hatte natürlich dieses Glück nicht, aber ein und derselbe Spieler hat bei zwei verschiedenen einem Tag zwei Tokens bekommen. Das ist natürlich ein guter Boost, sind zwei Tage, die man sich quasi hier am Farmen spart. Das ist so das Erste, was ihr machen könnt. Dann, was ihr immer machen solltet, ist hier den netten Mörgel auszuchecken. Und zwar hat der verschiedene Items immer dabei. Und wenn ihr den Umhang habt, dass ihr besondere Vorräte seht, halt, ich wollte den anlegen, legt den Umhang an, so, dann, Moment, da müssen wir Mörgel wieder klicken, dann haben wir noch ein zweites Item. Und hier ist es so, dass ab und an auch Ruftokens drin sind. Unter anderem gibt es einen Ruftoken, wo wir bei einem Anhänger quasi den Ruf um 75 erhöhen können. Das ist eine sehr lohnenswerte Sache. Und dann gibt es noch ein anderes Item, das, glaube ich, den Ruf bei jedem um 100 erhöht, meine ich. Also gibt auf jeden Fall zwei Items. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, welches da gerade drin ist. Und die lohnen sich auf jeden Fall immer zu kaufen. Bei dem einen braucht ihr auf jeden Fall auch so ein Special-Item, und zwar so ein Special-Fisch, den ihr von einem Murloc hier unten aus der Höhle bekommt, der aber nur immer alle paar Stunden da ist. Den könnt ihr auch pre-farmen theoretisch, denn ihr könnt von diesem Special-Fisch immer nur eins im Inventar haben. So ein kleiner Trick ist, wenn ihr hier oben beim Mörgel das Ruftoken drin habt, wo ihr den Special Epic Fish braucht, dann geht hier runter, schaut, dass ihr in der Höhle den Händler bekommt, den triggert ihr über so ein kleines Event, da stehen dann ein paar Nager in der Höhle, die boxt um, dann kommen mehr Nager, boxt um, dann kommen mehr Nager, irgendwann kommt ein Boss und dann ist dieser Händler da, ja. Und bei dem Händler seht ihr das Special Item auch nur, wenn ihr dementsprechend diesen Umhang angelegt habt und dementsprechend macht ihr das dann so, ihr kauft diesen Epic Fish bei dem Händler, verkauft ihn direkt, kauft noch einen, fliegt hier hoch, holt die anderen Fisch-Items von den Händlern. Ich denke mal, das müssten die meisten kennen, wie dieses Trade-Game hier funktioniert. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kauft ihr das Ruftoken-Item, kauft den einen Fisch, den ihr von dem Murloc da unten habt, wieder zurück. Denn der ist nämlich nur eine kurze Zeit da. Also ihr könnt dann nicht hier das Trade-Game machen, wieder runterfliegen und nochmal das Ding kaufen. Da ist er wieder despawned. Dann habt ihr nämlich fürs nächste Mal nochmal einen da. Weil wie gesagt, der ist da unten relativ selten da, man campt relativ lang. Da ist Serverhoppen auch eine sinnige Sache auf jeden Fall. Gut, soweit dazu. Was ihr dann noch machen könnt, sind grüne Ruftokens, die bei verschiedenen Mobs droppen. Und zwar gibt es für jeden Anhänger einen Ruftoken. Und zwar gibt es zum Beispiel ein gigantisches Krabbenbein, das droppt bei allen Krabben zu einer sehr beschissenen Chance und bei Rare-Krabben bzw. bei manchen Elite-Krabben zu ein bisschen höheren Chance. Ich persönlich habe die nicht gefarmt, die normalen Krabben droppen das echt richtig beschissen und die Rares droppen es so, naja, so 10%, irgendwas zwischen 5 und 10%, die könnt ihr aber nur einmal am Tag machen. Heißt, das aktiv zu farmen könnte man tun, ist aber wahrscheinlich eher eine Zeitverschwendung, die bringen nämlich 50 Ruf. Dann gibt es noch eine quasi eine Flosse von so einem Rochen. Das ist selbiges. Normale Rochen droppen es ewig beschissen, Elite ein bisschen besser und die Rares droppen es einigermaßen okay. Würde ich aber auch nicht raten zu empfehlen. Dann gibt es noch ein Aalfilet. Das ist selbiges Ding. Normale Aale droppen es ein bisschen und die Rare-Aale, die droppen es dann relativ gut. Da gibt es, glaube ich, zwei hier. Rare-Aale sind quasi hier zwei. Die Rochen, da gibt es Soundless quasi. Tiefengleiter, also hier lautlos und Tiefengleiter, das sind die Rares. Und bei den Krabbendingern sind es diese Krabben, die hier zum Beispiel diese schillernde Krabbe, die hier rumhatscht. Und da gibt es, glaube ich, noch ein, zwei andere, die dann random spawnen. Also deswegen, die aktiv zu farmen, ist relativ schlecht. Und vor allem müsst ihr noch bedenken, dass diese Ruftokens nur 50 Ruf bringen. Also das ist relativ wenig und auch nur für einen Anhänger 50 Ruf. Dann gibt es noch ein Item, was diese ganzen Bäume droppen. Unter anderem auch hier die vier Rare-Bäume, die ich euch schon gesagt habe. Aber auch alle anderen Bäume hier im ganzen Gebiet droppen das. Und zwar ist das so ein Borkending, was insgesamt 20 Ruf für jeden Anhänger bringt. Also 60. Und ich glaube, ich habe das Ding kein einziges Mal bis jetzt gesehen. Hier, während ich in Nasjatar rumgebastelt habe, das droppt anscheinend ziemlich beschissen. Ja? Und das würde ich euch ebenfalls nicht empfehlen, aktiv zu farmen. Dann haben wir noch eine Sache, die man machen kann, und zwar
gibt es so Seherkugeln, die ihr ab und an für Quests bekommt oder die von irgendeinem Rare gedroppt bekommt. Und mit diesen Seherkugeln seht ihr ein ganz Nashiatar oder könnt ihr ein ganz Nashiatar bestimmte Kisten aufmachen. Und aus diesen Kisten kann wiederum ein Ruf-Token drin sein. Und zwar ist es so ein Naga-Ruf-Token, das bringt einmal 150 Erfahrung, relativ viel. Zu einem von, nee, zu jedem Anhänger. Also das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Das Problem ist, das Zeug droppt nicht. Ich habe mir sehr viele von diesen Sehersteinen gefarmt, auch unter anderem für ein Achievement, und habe hier stundenlang diese Kisten aufgemacht und wirklich hunderte Kisten, und ich habe kein einziges von den Dingern bekommen. Das ist eine absolute Zeitverschwendung, außer ihr denkt, ihr seid eine ewig lucky Person, die sowas ra gut rauszieht. Ich habe nichts bekommen. Ich würde es keinem empfehlen, das zu machen. Wenn ihr ein paar Seherkugeln über habt und nichts zu tun habt, dann ballert halt diese Seherkugeln raus. Empfehlen kann ich hier oben, da sind sehr, sehr viele Kisten und da geht das relativ gut. Ich habe da auch schon ein Video zu diesen Seherkugeln gemacht. Ja, kann man farmen, wie gesagt, die Dropchance ist mehr als mies. Genau, das sind soweit die Items. Was ich euch empfehlen kann, Dailies jeden Tag machen, diese komischen Baumbosse umhauen. Und den Möllerhändler checken. Die anderen Sachen, Seherkugeln und diese Rochen, Aal, Krabben und Baum-Items, die ihr quasi so farmen könntet, theoretisch würde ich euch nicht raten zu farmen, da sie einfach zu schlecht droppen. Was man machen kann, ist die Rares jeweils umzuhauen, die diese droppen können, weil die, da ist die Dropchance einigermaßen okay. Genau, das waren jetzt so meine Tipps. Solltet ihr noch irgendwelche anderen Tipps haben, schreibt das gerne in den Kommentaren, helft den anderen Leuten. Und ja, damit wären wir durch. Euer Tilab, bis zum nächsten Mal. Ciao.